Willkommen zurück bei Folge 9 in The Last of Us Let's Play. Ich vermute mal, die letzte Folge war ein bisschen stuttery. Ich komme jetzt, glaube ich, langsam hin. Ich glaube, jetzt ist alles soweit gut. Jetzt sieht auch wieder alles soweit so in Ordnung aus. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Und wir jetzt uns weiter auf den Weg machen zur Autobatterie, die wir wollen, beziehungsweise zur Truckbatterie. Und wir sind unterwegs mit Ellie. Ganz ruhig. Oh. Ja. Mit Ellie und Konsorten. Ellie und Billy, die einfach nur dumm dastehen und nichts machen. Ihr könnt jetzt hier natürlich... Hier knarzt irgendeiner. Ja, komm, wir machen es, glaube ich, anders. Dieser Scheißkopf. Hey. Was sagt denn die für komische Sachen? Wir könnten hier... Ja, komm, Molotow-Cocktails müssen wir weg. Also gehen wir in die Vollen. Einmal, zweimal, hopefully... So sollte das eigentlich gehen. Komm. Komm. Oh, jetzt brennst du hier. Ich will das mit dem Nachladen noch merken. Wer hat hier geschossen? Das war der. Okay. Gut, jetzt können wir endlich mal wieder ein paar Molotows bauen. Das war nämlich meine Hoffnung dahinter. Da ist hier noch ein Vieh. Hat uns nicht gehört. How is this possible? Hier klickt doch noch was. Da hinten. Oh. Ein Firefly. Peter... Wie auch immer der heißt. Die sind ganz gut. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wofür man sie braucht, aber ich weiß, die sind auf jeden Fall wichtig. Wichtig und richtig. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir hier irgendwas... Hier ist irgendwo einer. Frag mich nicht wo. Aber wir finden ihn gleich. Ah, hier kommen wir nicht hoch. Er ist hier hinten wahrscheinlich. Ich hasse... Klicker. Munition. Hier liegt auch was Feines. Hier liegt was Feines. Das brauchen wir nicht. Da ist er. Wie viele haben wir denn? Das sind wieder solche. Sabbeln. Ach ja, was würde ich nicht alles für so einen Schalldämpfer geben? Ein so eine kleine schöne Schuss, so ein kleiner schöner Schuss, besser gesagt, und das wär's. So, gucken wir mal, was es hier gibt. Nur eine Flasche. Ich verstehe gar nicht, wieso wir überhaupt so viele Leute sind, wenn ich sowieso alles alleine mache, so wie es aussieht. Also eine echte Unterstützung wird es, glaube ich, nur, wenn es brenzlig wird. Bestimmt auch noch ganz feine Sachen. There you go. Was haben wir hier? Nada. Nada. Hello. Sackgasse. Zurück. Durch die Hinterhöfe. Kann man zumindest noch so tun. Ja. Jetzt haben wir jede Menge zu hören. Was ist denn das hier eigentlich noch? Ich wollte mal hier nochmal schnell gucken. War das hier echt schon alles? I'm not so sure.
Ah, da oben ist auch nichts. Na gut. So ein bisschen Werkzeug wäre nicht schlecht. Irgendwo habe ich doch noch eine Dame quatschen hören. Ah. Wo ist die? Die ist hier unten. Ja, da unten ist sie. Das ist kein leichtes Leben. So, das war nämlich die letzte. Die kann man dann kaputt hauen. Und jetzt hat man es geschafft. Und wir können anfangen, Sachen zu durchzustöbern. Wobei, ich glaube, allzu viel gibt es hier gar nicht zu sehen. Nope. Auch nicht. Ah, there you go. Immer her damit. In the Fächer. Ist auch sehr cool, wenn man sieht, dass die im Fächer auch wirklich mehr werden. So, alles her damit. So, das war's dann leider schon. Da geht's weiter. Da gibt's nichts mehr. Was gibt's hier Feines? Ist hier was Interessantes? Oh, wie wär's damit? Bisschen Pool. Wie wär's womit? Ah, mit der Tür. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Hier lang. Info. Oh oh. Sie ist von drin verriegelt. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Na gut. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Bringen Sie noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Vorsichtig. Na komm, da kann man doch eine. Die schnackeln hier noch vor sich hin. Machen wir doch einfach einmal so. Oh. Das war dumm. Was war eigentlich das da? Ja, komm, lauf, lauf. Lauf, komm. This one. Ja klar, so spät kommt ihr. Komm, komm, ja, ja. Fackelt, 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 fackelt. Hat sie jetzt erwischt oder nicht? Oh, sie hat überlebt. Das ist ja crazy. Also kriegst du noch ein Schüsschen. Wie weit ist das, Bill? Es ist nicht mehr weit. Wir müssen es schnell durchziehen. Reingehen, Batterie holen, verschwinden. Ah ja. Ich will da nicht in der Falle sitzen. Okay, verstehe. Sagst du, mein Großer, sagst du. Also, das haben wir jetzt. Wir haben das gemacht. Wir kamen von da hinten. Das hier sieht auch soweit gut aus. Dann wollen wir doch mal gucken, ob es hier drin was Interessantes gibt für mich. Nothing to see here. Was haben wir da? Auch nichts. Können wir hier hoch? Natürlich können wir das nicht. Was haben wir hier? Auch nichts. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ah, cool. Wir hätten jetzt natürlich hier einen Synthesizer oder eine Orgel nehmen können. Tenobass, wenn es jetzt schlau gewesen wäre. Naja gut, Sony hat es ja nicht gemacht. Das war ja Naughty Dog. Aber es wäre natürlich lustig gewesen, wenn sie Sony Sachen reingestellt hätten. Guck an. So, einmal, zweimal. Einmal. Und was noch? Das Klicken ist, glaube ich, immer, dass man irgendwas bauen kann. Ah, hier gibt es noch Bäffelsche. So, dann gucken wir mal hier. Also, ein Messersche brauchen wir auf jeden Fall. Ihr wisst, Messer kann man nie zu viel haben. So, dann wäre fast unser nächstes Messer schon wieder bereit. Hier ist auf jeden Fall auch nichts. Da ist ein bisschen Sprengstoff. Es ist normal, dass da jeder bei sich zu Hause liegen. Ja, 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 langsam, cool down.
Cooldown, mein großer Cooldown. Ellie, wo bist du? Ist Ellie, ist die schon vor? Ellie? Ellie? Ah, da. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein, aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Die Schule ist hier nebenan. Gehen wir rein. Komm, Ellie. Ja, wir lassen mal jetzt das leise Zeug zuerst. Aber für die schlimme Situation sind wir auf jeden Fall gewappnet. Das sind nie gute Zeichen. Da hinten gibt es ein paar Pillen. Einfach mal so rum. Blaues Kraut. Blaukraut bleibt Blaukraut. So. Was haben wir hier drin? Da könnte noch was sein. There you go. Sprengstoff, das was jeder so bei sich zu Hause liegen hat, beziehungsweise im Werkzeug oder Werkstatt oder wie auch immer, Gartenhäuschen. Da gibt es einen kleinen Ball, guck an. Okay, guck. Nimmt sie den? Klack. Echt jetzt? Ich dachte, sie wirft den rein. Ach, das ist doof. Na gut, ist halt zu blutig. Okay, soweit so gut. Dann gehen wir mal hier rein in die gute Stube. Gibt's hier noch was Feines? Da war mal ein Hündchen. Wer macht denn sowas? Ein Hundezwinger. Also. Was haben wir hier? Oh, ein Molotow direkt. Das hat ja auch jeder bei sich zu Hause liegen. Ganz klar. Eines der Pflichtutensilien. Was haben wir hier? Okay. Wieder genug Material für ein Messer, das hört man auch gerne. Okay, wir sind sicher. Im Moment. Verdammte Noch ein Ding. Messer? Keiner wurde gebissen, ja? Nein, alles klar. Alles also okay. Also nicht mehr Gehen als wir sonst, weiter. Wenn der das rausfindet. Okay. Hilf mir hier mal kurz. Nee, noch nicht. Wir wollen erstmal gucken, was hier noch drin liegt. Messer haben wir da gehabt, wahrscheinlich. Ah doch, wir können hoch, guck an. Diesmal dürfen wir hoch, das ist aber nett. Mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Oh, yes. Oh, yes. So. Ah, guck mal. Something to read. Oh Gott. Pflichtlektüre, Freunde. Jetzt ist es offiziell. Die Schule bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Also ist dieser Ausbruch doch etwas... Hat dieser Ausbruch doch etwas Gutes? Keine Schule, keine Hausaufgaben. Also mir passt das gut. Also was soll ich mit der ganzen Freizeit anfangen? Ja, ich glaube nicht, dass sich das jemand gefragt hat in einem jungen Alter. 5. Oktober. Mom und Dad haben gestritten. Irgendwie haben sie gleichzeitig geflüstert und sich gegenseitig angeschrien. Offenbar will Mom weg zu ihrer Schwester. Dad sagt, er sei hier sicher und dass dieser Ausbruch unsere Stadt nicht erreichen wird. Oder erreicht. Dad hat mich angebrüllt am 6. Oktober, weil ich Radio gehört habe. Er sagt, die Nachrichten seien Unsinn. Mom hat ihm zugestimmt und eine tapfere Miene aufgesetzt. Aber ich merke, dass sie Angst hat. Sie haben beide Angst. 7. Oktober. Ich glaube, Dad hat ein schlechtes Gewissen wegen gestern. Gadget hat in meinem Bett geschlafen. Ah, und Dad hat nichts dazu gesagt. Er kam rein, hat ihn gestreichelt, geseufzt. Ah, das ist wahrscheinlich der Hund. Und ist wieder verschwunden. So habe ich ihn noch nie erlebt. 10. Oktober. Letzte Nacht hat Dad Mom getröstet. Tante Karen ist tot. Das habe ich ebenfalls jedenfalls gehört, glaube ich. Beim Frühstück waren alle ganz ruhig, als ob nichts passiert wäre. Ich habe mitgespielt. 15. Oktober. Officer Jones kam vorbei und hat sich mit Dad unterhalten. Naja, eher geflüstert. So etwas passiert derzeit öfter. Danach hat Dad uns gesagt, dass wir die Stadt verlassen müssen. In ein neues Heim. Das Militär beschützt uns. Ich darf nur eine Tasche mitnehmen. Mom saß nur einfach da. Da, wo wir hingehen, sind keine Haustiere erlaubt. Wir sind mit Gadget in den Stadtrand gefahren. Ich habe ihm sein Halsband abgenommen und ihn laufen lassen. Och nö. Auf der Rückfahrt sagte Dad ständig, dass es ihm gut gehen werde. Er gehört nun in die freie Natur. Schon klar. Es ist soweit. Dad sagt, wir wären bald wieder zurück. Ich glaube, er lügt. Hey, hast du kurz Zeit? Ja, gleich. Jetzt sofort. Wo bist du? Ah, da ist sie.
Was? Ja? Ja. Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Ja, was haben wir hier liegen? Die sind jetzt also hier abgehauen, die Familie. Da oben liegen Pillen. Deswegen bin ich hierher. 5 Pillen sind gute Pillen. Was haben wir hier? Alles gut. Ich glaube, das war's dann wohl. Na gut. Öffne das Garagenmobil. Das ist der Hinweis gewesen. Na schön. Okay, dann wollen wir doch mal öffnen. Was habe ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten sind einige. Wir müssen leise sein. Wir können es aber auch laut machen. Ich könnte mal hier die schöne Waffe ausprobieren. A drücken für das Zielfernrohr. Das ist echt cool. Sollen wir es wagen? Ja, komm. Hoppala. Achso, das ist nur die... Bleib liegen. So. Ich glaube, dann können wir jetzt auch hier in Ruhe mal durchlaufen. Das ist viel cooler. So. Was haben wir hier? Halt! Sie betreten eine ausgewiesene Quarantänezone. Melden Sie sich bei der Einberufungsstation, bevor Sie weitergehen. Wo ist denn die Einberufungsstation? Wir müssen vor allem mal gucken, ob hier irgendwas nicht rumliegt. Oh, das sind alles Todgesandte. Ich wurde angegriffen. Ich muss mal schnell gucken. Hat sich trotzdem gelohnt. Das ärgert mich immer hier, ne? Das erinnert mich an alte oder an andere Spiele, wo die Polizeiwegen eigentlich immer die waren, die was hatten. Wobei es würde hier natürlich keinen Sinn machen, irgendwo. Gucken wir mal, was hier ist. Da ist auch nichts. Ja, das ist dasselbe. Also das hier ist wahrscheinlich dann die Zone, wo man sich anmelden muss. Da ist komplett zu. Das heißt, wir müssen hier rum. Sorry. Lauft mir halt nicht alle hinterher, wie bescheuert. So, was haben wir hier? Oh, Jesus Christ. Lauf, lauf! Ja, jetzt bin ich erschrocken. Au, au, okay. Ist ja gut. Geh weg. Eieiei. Das war einfacher als gedacht. Sie müssen woanders stecken. Na, wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? So. Könnte mich eigentlich auch mal verbinden. Ja, oder ich warte noch auf den Riegel. Komm. Lohnt sich vielleicht noch nicht. Plötzlich kommen die Säcke her. Wie haben wir denn das mitgekriegt? Sag mal. Liegt einer Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hole ich sie. Wo? Da hinten. Ja, that sounds good. Machen wir das doch. Jeppa. Hm.
Bleib vorsichtig da. Danke, Bill. Ach komm jetzt, das war doch nett. Dass er überhaupt dran gedacht hat, immer Ausschau halten nach Pillen, Freunde. Die Pillen sind das, was wir wollen. Gut, der ist schon oben. Alles okay. Genau. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Das bedeutet, hier muss wohl einer runtergerast sein. Oh! Ja gut, das war so nicht geplant. Hört ihr das? Sie kommen. Noch mehr. Okay, wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist! Die drücken gegen den Zaun hier drüben. Ja. Er wird die Tür zu. Los, ihr zwei, lauf! Los. Geht. Nee, du beißt nicht. Los, komm! Close the door. Das wird nicht halten. Bill, jetzt beeil dich! Hilf mir! Bist du jetzt so weit? Was? Es ist leer, verdammt! Leute! Wohin? Bill, wohin? Erstmal weg hier! Wir müssen raus hier! Komm mit! Noch so eins von den Kackviechern. Wir schleichen uns hinten raus. Ihr zwei folgt mir. Ich bringe uns hier raus. Na dann los! Oh, mehr ist anscheinend. Ach komm. Schneller. Ex. Okay, jetzt baue ich wahrscheinlich doch mal. Das war nicht ganz so wie geplant. Gut, aber wir sind back on the road. Kurz nachladen. Das sieht mir sehr zuversichtlich aus. Ich vermute, es scheint aber wieder zu klappen. Ja, jetzt hätte man nichts Besseres zu tun. Das ist die falsche Richtung. Hier lang. Ist mir egal, ob das die falsche Richtung ist. Ich will gucken, ob ich hier irgendwas einsammeln kann. Hoch? Nein, kann man auch nicht. Was haben wir hier? Da liegt auch nichts rum. Da ist der nächste Kollege. Hier geht es durch. Wir müssen an denen vorbei. Jam, jam. Ein Schläger ist lecker. Oh, sind die Kacke, ey. Lange gehen würde. Müsste echt irgendwas geben, wenn man einfach nur einmal schnell zuschlagen muss und gut ist. Gott sei Dank hat es gereicht von der Zeit. Das lief schon besser. Schlaf. Schlaf nicht. Uiuiui. Okay, da kam gerade der Postmann. Jetzt sieht es aber besser aus. Hoffen wir mal, dass es soweit klappt. Oder geklappt hat. Wir müssen hier raus aus diesem Schülchen. Aber das ist natürlich die Frage, was haben wir hier? Was ist denn
hier echt nichts zu mitnehmen. Wir sind in einer kompletten Schule und da willst du mir sagen, liegt kein Zeug rum. Mitten im Chemieeck. Da können wir lang. Den Flur runter. Auf der Schnauze. So. Okay, weiter geht's. Das hat jetzt auch ein Bild angeschränkt. Ja, hilf super. Mir mal damit. Okay, bereit. Und 1, 2, 3. Komm schon. Scheiße. Da sind noch mehr. Türen versperrt. Das wird sie nicht lange auf. Das klingt nicht gut. Oh oh. The bad guy is coming. Oh nein. Okay. Was ist das denn? Ein verdammter Bluter. Ein was? Ellie, in Deckung. Ach Mensch. Jesus drauf. Das ist Ach komm jetzt, die Molotovs hätten die normalerweise fertig machen müssen. Na schön, let's go again. Komm her, Sunshine, brenne! Oh! Ja, ich soll den nicht anlassen. Ich lasse ihn vielleicht nochmal angreifen und dann geht das schon. Na schön, again. Komm her. Du musst aufpassen! Das wollte ich doch gar nicht. Ja, echt jetzt. Okay, die Steuerung ist ein bisschen verwirrend. Okay. Jetzt geh halt weg, du blödes Vieh. Okay. Okay, der hält auf jeden Fall viel aus. Ich will immer rennen und das ist der andere Knopf. Also, Quatsch, wir wechseln. Warte, ja, das ist. Okay. Das muss man echt verschneiden. Kann ich jetzt bitte die Waffe wechseln? Danke. Au. Blödes Kackvieh. Ja, jetzt! Oh. Holy moly! Na schön. Ist auf jeden Fall kein einfaches Vieh. Was war das für ein großer Typ? Dem geht man besser aus dem Weg. Er ist schon sehr lange infiziert. Wir nennen sie Bloater. Bloater. Okay, verstanden. Mal sieht den Kopf wegblasen. Die Aufklärungsstunde, aber können wir endlich hier weg? Ja, bitte. Kriegen. Du hast ja recht, du hast ja recht. Klettern wir auf die Tribüne. Hilf mir auf, Joel. Warte, ich muss erst hier was anfertigen. Oh Gott, davon habe ich nichts mehr. Echt jetzt? Vorhin eine Tonne an diesem verfluchten Material. Jetzt ist gar nichts mehr da. Aber immerhin, hier liegt ein bisschen was. Ah, ich hätte natürlich auch den Sprengstoff nehmen können. Ja, hinterher ist man immer schlauer. So, was haben wir hier? Noch ein bisschen was davon, noch ein bisschen was hiervon. Noch irgendwas. Jetzt können wir auf jeden Fall ein Medikit bauen. Das brauchen wir auch. So. Sonst liegt hier echt nichts mehr rum. Also, der Bloater ist dann mal weg. So. There you go. Okay, gehen wir, Leute. Okay. Los geht's.
Gut, komm schon, kommt. Joel, hinter dir! Verdammte Scheiße! Oh, nimmt das, Scheiße. Denn, nimmt das denn kein Ende? Okay, okay! Wem sagst du das? Kann ich jetzt hoch? Okay, geschafft, dann los. Komm hoch hier. Zieh mich hoch. Okay. Deswegen spare ich meine Munition, Freunde. Hier lang. Ja, wie viele noch? Komm, renn. Hast du nicht so viel Zeit? Wir sind leichte Beute. Hier ist noch eine Leiche. Lauf weiter. Ich bin hinter dir. Hey, Joel. Mach schon. Eines Haus los. Na, das lief ja toll. Es werden ja immer mehr. Okay, ich gehe und sehe mich hier hinten um. Bitteschön. Belle? Irgendjemand war schon hier. Mein Zeug ist weg. Okay, und was verdammt ist Plan B? Sei du lieber dankbar, dass du noch atmest. Das hier war Plan A, B, C, komplett bis Z. Und überhaupt, sag Tess, sie kann lass sich den Job... Lass gefälligst Tess da raus! Ganz das hat nichts ihren... mit! Scheiße. Oh. Kennst du etwa diesen Typen? Frank. Und wer ist Frank? Er war mein Partner. Oh. Nur ein Volltrottel wie er würde so ein Hemd tragen. Oh oh. Das sind Bisse. Hier. Und. Er wollte sich bestimmt nicht verwandeln, also. Ja, scheint so. Na, scheiß drauf. Schaut mal, Jungs. Das Ding läuft noch. Das ist meine Batterie. Das verdammte Arschloch. Steig aus. Steig aus! Okay. Mann. Die Batterie ist leer, aber die Zellen sind noch okay. Das heißt? Das heißt, wir schieben, wir starten und die Lichtmaschine lädt die Batterie. Und das soll gehen? Hey, du wolltest einen Plan B. Mehr ist eben nicht drin. Was meinst du? Ich meine, du fährst und wir schieben. Himmel! Das gehört auch mir! Ich guck mich erstmal um. Bevor wir schieben. Also was? Du hast mein Zeug geklaut und bist weg? Ist es so, Frank? Was war Frank? Du solltest das Haus durchsuchen. Hier gibt's bestimmt noch was. Gute Idee. Frank, sein Freund. Sag Bescheid, wenn wir anfangen können. Ich lasse es dich wissen. Und soweit ich weiß, war er homosexuell. Werden wir aber gleich feststellen, vermutlich. Okay, Munition. Zu viele Sachen, die das Leben schöner machen. Was haben wir hier? Pillen, hoffentlich. Nein, natürlich keine. Aber zumindest können wir jetzt ein paar Sachen bauen, wie zum Beispiel einen Molotow. So, das ist nämlich schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Das ist schon alles vom Haus. Gibt es hier kein zweites Stockwerk? Das ist ein Bungalow. Nur schön. Gut, dann lesen wir die Nachricht mal. Ja, ja. Ach, Bill. Ich bezweifle, dass du diese Nachricht je finden wirst, weil du immer so ängstlich warst, um in diesen Teil der Stadt zu kommen. Falls doch,
sollst du wissen, dass ich dich nie ausstehen konnte. Ich hatte keine Lust mehr auf diese Scheißstadt und dein Spießertum. Ich wollte mehr vom Leben und das hast du nie verstanden. Und diese blöde Batterie, wegen der du immer rumgejammert hast, ich hab sie. Aber du hattest wohl recht. Der Versuch, diese Stadt zu verlassen, würde mein Ende bedeuten. Trotzdem besser als noch einen Tag mit dir zu verbringen. Viel Glück, Frank. Jetzt bin ich ein bisschen hin und her. Die Frage ist natürlich, gut, ja, in der Serie ist es ein bisschen anders. Aber das ist jetzt echt ein bisschen überraschend. Machen wir jetzt noch Molly oder machen wir sowas hier mal? Habe ich noch Messerchen? Ja, nee, Messer reicht nicht mehr. Das würde reichen, aber dann muss ich mein Messer opfern. Nee, lassen wir das mal so, wie es ist. In der Küche muss da noch was rumliegen. Echt jetzt? Normalerweise liegt in der Küche immer was rum. Pillen, there you go. So, Pillen gucken wir nochmal fix. Was haben wir hier Feines? Fertigungszeit können wir beschleunigen. Heiltempo. Maximale Gesundheit. Warten wir noch, würde ich sagen. Das müsste eigentlich soweit reichen. Bereit? Ja, ich bin bereit, aber ich würde sagen, wie bereit ich bin. Oder, ja, wie bereit ich bin, das sehen wir, glaube ich, in der nächsten Folge. Will ich, ja. Oder noch nicht? Ich habe das gefunden und denke, du solltest es haben. So fühlst du dich. Schön, leck mich doch, Frank. So ein Idiot. Können wir gehen? Auch nicht. Erstmal brauche ich Munition. Die werden wir bestimmt brauchen. Was ist mit der Dame hier? Kommst du damit klar? Ja, kein Problem. Du schlägst dich ganz gut. Das solltest du wissen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. Danke. Ist ja richtig niedlich. So, jetzt aber, Freunde, würde ich sagen, wie wir das hier rausschaffen, das sehen wir in der nächsten Folge.